Es wird langsam echt mal wieder Zeit für ein neues Video. Aber worüber? Das Video über hässliches Zelda-Spielzeug scheint ja ziemlich gut anzukommen. Und die anderen Videos über hässliches Nintendo-Spielzeug werden auch echt gut geklickt. Vielleicht sollte ich ein Video machen über unlogische Dinge in Pokémon. Nein. Wow. Du solltest kein Video über unlogische Dinge in Pokémon machen. Okay, ist ja gut, aber zwei Fragen hätte ich da noch. Hau raus. Erstens, warum sollte ich kein Video darüber machen? Und zweitens, wer oder was zur Hölle bist du? Dein Ernst? Du solltest kein Video über unlogische Dinge in Pokémon machen, weil die Nummer schon jemand anderes macht. Und wer ich bin? Ist das denn nicht offensichtlich? Ich bin YouTube. Du bist YouTube? Du bist YouTube? Ja, ich bin YouTube. Und ich bin hier, um dir klarzumachen, dass deine Abonnenten mehr hässliches Spielzeug sehen wollen. Okay. Konnichiwa! Hässliches Spielzeug ist back. Diesmal mit Digimon. Okay, fangen wir hiermit an. Anscheinend sind bei diesem Plüschi die Farben ein wenig vertauscht worden. Oder es handelt sich um ein Shiny Digimon. Man kann ja nie wissen. Okay. Oh, Junge, das Patamon sieht aus, als hätte es eine sehr, sehr schwere Krankheit. Schaut euch alleine schon seine Augen an. Was ist da schiefgelaufen? Wo wir gerade bei hässlichen Patamon-Augen waren. Der Kandidat hier gewinnt mit seinen Augen auch keinen Schönheitswettbewerb. Allerdings finde ich die Figur, um ehrlich zu sein, gar nicht so schlecht. Immerhin würde sie mit ihrem überraschten Blick einen guten Sticker für WhatsApp abgeben. Und nochmal seltsame Patamon-Augen, wobei das hier schon ziemlich witzig aussieht. Gatomon war damals eines meiner Lieblings-Digimon, aber in meiner Erinnerung sah das irgendwie anders aus. Ach ja, ein klassisches feuerrotes Palmon, wer kennt es nicht? Ah, warum vertauschen die Leute immer die Farben? Wie kann das passieren? Oh Mann. Oh Gott, Leute, keine Ahnung, was das hier ist, aber irgendwie sieht es gruselig aus und verstörend. Machen wir einfach weiter. Und hier haben wir offensichtlich eine Actionfigur von Nelson aus Digimon. Ja, Nelson war immer mein Lieblingscharakter in Digimon. Irgendwie scheinen die Hersteller dieser Fake-Plüschfiguren immer Probleme mit den Augen zu haben. Oh Junge. Oder mit der Form. Findet ihr auch, dass dieses Patamon-Kissen irgendwie eher nach einem Burger ausschaut? Patamon Burger. Kleiner Gag, als Vegetarier bin ich natürlich gegen jeglichen Konsum von Digimon. Leute, ich weiß gar nicht, wer hier hässlicher ist. Ach, was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ach, da werden Erinnerungen wach. Schließlich haben wir die Saphie Edition von Digimon alle gespielt und alle geliebt. Ja, 2003. What a time to be alive. Ja, ich weiß, es ist hässlich und unförmig, aber irgendwie doch auch fast ein klein wenig niedlich. So wie ich. Oh, diese Lippen. Was? Was? Oh Mann. Und hier haben wir den ersten Auftritt von Gabumon in diesem Video. Und es sieht bezaubernd aus. Bis auf die Augen. Ist es denn so schwer, halbwegs vernünftige Augen zu machen? Ich meine, das bekomme sogar ich halbwegs hin und ich kann es so überhaupt nicht gut zeichnen. Oh Junge, Digimon 2, der langersehnte Nachfolger des überaus beliebten Digimon 1 auf dem Game Boy Color. Digimon 2 war einfach mein absolutes Lieblings-Digimon-Spiel. Sogar knapp vor der Saphie Edition. Okay, Agumon hatten wir ja bereits. Jetzt wird es Zeit für seine Digitation. Es sieht einfach so aus, als ob es einfach nur sterben will. Greymon ist einfach nur noch ein Schatten seiner selbst. So wie ich. Gut, ich werde dazu einfach mal nichts sagen. Aber irgendwie ist der Blick schon verführerisch. Paimons Blick hingegen sieht so gar nicht verführerisch aus. Naja, immerhin stimmen diesmal die Farben. Immerhin etwas.
Hier haben wir ein Patamon, das eigentlich ziemlich gut aussieht. Aber der Blick in Verbindung mit dem offenen Mund ist trotzdem irgendwie schräg. Aber eigentlich ganz niedlich. Ich hätte es gerne. Als Patamon-Fan finde ich solche Farbvergehen immer besonders schlimm. Aber man könnte ein cooles Outfit daraus machen. Was ist denn mit Patamons Augen schon wieder los? Okay, wisst ihr was? Das war's mit hässlichem Patamon-Spielzeug. Ich werde Patamon zum eigenen Schutz aus diesem Video verbannen. Weiter geht's. Ach ja, wer erinnert sich nicht an das Digimon Arcade Game mit meinem absoluten Lieblings-Digimon? Dem Hund. Hundomon. Aber wisst ihr, was schon immer besser als Digimon war? Und ich rede hier nicht von Pokémon. Nein, sondern von Digimon. Digimon. Oh Gott. Digimon. Nur echt mit hässlichen 3D-Raupen. Und Vampiren. Ach Gott, das ist wunderschön. Oh, richtiger Digimon. Bei aller Liebe zu Digimon und Digimon dürfen wir aber auch nicht Digidin vergessen. Digidin und Digimon. Das könnte auch eine Netflix-Serie über zwei asiatische Detektive sein. Digidin und Digimon to the rescue. Oh hey, Digimon ist zur Abwechslung mal richtig geschrieben. Und man bekommt sogar eine gefälschte Digimon-Sammelkarte zu seinem gefälschten Digimon-Spielzeug dazu. Und das auch noch gratis. Wow. Gut. Seid ihr bereit für das dümmste, einfallsloseste und hässlichste Digimon-Plüschtier, welches ich finden konnte? Bitteschön. Ich kann gar nicht beschreiben, was hier alles verkehrt ist. Ich meine, seht es euch an. Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Oh Junge. Oh Junge. Ich muss mich wirklich bei all den Digimon-Fans entschuldigen. Aber Respekt, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Lasst dafür gerne mal ein Like da. Ciao, mal da.